gedacht, dass die Imperialen es so weit schaffen. Nicht bis zu den Kernwelten. Nicht Corellia. Meister Sios' Berichte über die Lage auf Corellia sind düster. Verrat, imperiale Invasion, ein Widerstand unter Beschuss. Das habe ich alles schon in meiner Heimat erlebt. Wir dürfen Felix nicht vergessen. Wir wissen, dass das automatische Landesystem die Rettungskapsel in den Werften von Coronet City abgesetzt hat. Aber wir müssen auch einen Krieg führen. Aber es gibt gute Nachrichten. Meister Sio hat die Arbeit an den Wächterhorten beendet, ehe die Invasion begann. Ich hätte ahnen sollen, dass Meister Sio Vorkehrungen getroffen hat. Die Wächterhorte sind Gebäude in ganz Coronet City, der Hauptstadt von Corellia. Fabriken, Bunker, Munitionslager, alles, was man braucht, um eine Stadt zu erobern. Meister Sio hat jedes dieser Gebäude mit besonderen Verteidigungen befestigt und ihnen den Decknamen Wächterhort gegeben. Die Wächterhorte dienen uns als uneinnehmbare Festungen, von denen aus wir Coronet City zurückerobern können, selbst wenn es in die Hände des Imperiums fällt. Mit diesen Wächterhorten und dem Wissen, dass unsere militärischen Bestände sicher sind, können wir uns auf die Offensive konzentrieren. Das ist der Plan. Durch die Verteidigung der Wächterhorte ist die Republik ein wenig unterbesetzt. Und hier kommen unsere Armeen ins Spiel. Mit der Macht auf meiner Seite finde ich ihn. Was ist, wenn ihr auch verschwindet? Wir brauchen einen Plan B. Yo, Kantabata Chawa Wermo Mo. Kilimawaota. Wiederhole, hier spricht Captain Dryson. Über alle Verteidiger in der Nähe der Coronet-Werften. Die Imperialen haben Zone 12 überrannt. Wir brauchen dringend Unterstützung. Wir könnten die Werften durchsuchen, während wir sie verteidigen. Sagt Captain Dryson, wir sind unterwegs. Hotza Koetugi. Thais-Druiden, Eshkar, Kommandos. Wir bringen alle an die Oberfläche. Jetzt finden wir heraus, ob sie ausreichen, um die Republik zu retten. Captain Dryson? Ich glaube, meine Verbündeten haben sich bereits mit euch in Verbindung gesetzt. Ich brauche eure Hilfe, um eine Rettungskapsel zu finden. Was? Das habe ich für einen Scherz gehalten. Quill, seht her, sie haben uns wirklich einen Jedi-Meister geschickt. Das ist Quill. Sie und die anderen Selonianer unterstützen uns im Kampf gegen die Imperialen. Eure Rettungskapsel befindet sich in einer heiß umkämpften Zone. Ich hätte gern eine Erklärung, was hier los war. Das Imperium hat die Werften und den Raumhafen bombardiert und dann Truppen geschickt. Jetzt können wir nicht einmal mehr kurze Aufklärungsmissionen riskieren. Es patrouillieren imperiale Druiden. Wenn wir uns zurückziehen, verfolgen sie uns bis zur Basis und töten uns alle. Wir sitzen fest. Eure Kapsel ist zwar wichtig, aber ich kann keine Leute da rausschicken. Nicht solange die Druiden sie verfolgen. Je nachdem, wie viele es sind, könnte ich mich vielleicht um sie kümmern. Es werden mit jedem Truppentransporter mehr geliefert. Das wird nicht viel Zeit erfordern. In Ordnung. Ihr beseitigt die Droiden und wir finden die Kapsel. Bis ihr zurückkehrt, sollten wir eine Spur haben. Saubere Arbeit. Die Patrouillenrouten der Droiden sind lückenhaft genug, dass wir uns an ihnen vorbeischleichen können. Aber immer noch so dicht, dass das Imperium die Lücken vielleicht gar nicht bemerkt. Wenn sie die Kapsel geöffnet haben, könnte Felix ihr Gefangener sein. Viel Glück dabei. Ich weiß, ihr habt es eilig, aber könntet ihr uns einen Gefallen tun? Worum geht es denn? Es ist uns gelungen, zwei Comm-Türme zu Luftabwehrgeschützen umzubauen. Alles schön und gut, bis das Imperium sie einnahm. Aber es gibt eine Überbrückung, um sie auf imperiale Ziele einzustellen. Gebt diesen Code an beiden Türmen ein, dann gehören die Geschütze wieder uns. Ich sorge dafür, dass es geschieht. Wir erwarten nicht, dass ihr deswegen die Kapsel vernachlässigt, aber wir wüssten es sehr zu schätzen. So ist es, geht nur an die Gedanke in den Gatsche. Ich will nicht, dass eure Leute unnötige Risiken eingehen.
Bereitet euch gut vor, bevor ihr euch Zone 12 nähert. Wir brauchen euch unversehrt. Nehmt euch einen Moment Zeit, euch zu erholen. Ihr lebt. Ich hätte wissen müssen, dass euch nichts zustößt. Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Wir sind so schnell gekommen, wie wir konnten. Hier, die komplette taktische Datenbank eines imperialen Schlachtschiffs. Sicher geborgen. Diese Informationen sollten wir sofort mit dem republikanischen Kommando und dem Hohen Rat der Jedi teilen. Nicht jetzt gleich. Eine der Dateien ist beschädigt. Vielleicht mit Absicht. Holiday muss sie reparieren, bevor wir sie weitergeben. Gibt es einen sicheren Ort, wo wir die Datei reparieren können? Der Ton ist gestört, aber ich habe etwas gehört. Es könnte um den Erstgeborenen gehen. Ein Freund, Captain Dryzen, hat eine sichere Position. Ich weiß nicht, ob ich mithalten kann. Ich bin doch noch ziemlich angeschlagen. Vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt, um euch unsere neuen Freunde vorzustellen. Macht aber keinen Druck, wenn das seine Wunden verschlimmert. Noch mehr dunkle, enge Räume? Aber wenn es am anderen Ende ein Kolto-Pack gibt, bin ich dabei. Wir sehen uns im Versteck. Ah, ihr seid zurück. Die Selonianer haben euer Crewmitglied vor einer Weile hergebracht. Der Captain hat mich zusammengeflickt. Zum Glück sind diese Rettungskapseln robust gebaut. So ist es. Dürfte ich mir mal euren Holotransmitter leihen? Natürlich. Immerhin betrifft das uns alle. Oh je, irgendwer hat diese Datei in ein einziges Chaos verwandelt. Falls sie Informationen über den Erstgeborenen enthält, sind die vollkommen durcheinander. Oh, die Jedi-Archive. Dort werden doch ständig alte Dateien wiederhergestellt. Wenn ich dort hinein könnte, könnte ich das Problem im Handumdrehen beheben. Nur der Rat der Jedi kann einen solchen Zugriff erlauben. Ich sende eine Anfrage an den Rat der Jedi. Ach, es geht euch gut. Die Berichte von den Kämpfen auf Corellia sind schrecklich. Allerdings, die Wächterhorte müssen überwacht und die Truppen organisiert werden. Und ihr wollt Zugriff auf die Jedi-Archive? Jetzt sofort? Diese Datei bezieht sich direkt auf die Kinder des Imperators und ihren Anführer. Wenn das so ist, so sei euch der vollständige Zugriff gewährt. Wiederherstellung läuft. Fertig. Die Datei ist... Sie ist... Oh, Jedi... Das müsst ihr euch ansehen, sofort! Zu riskant. Meine Vorgesetzten glauben immer noch, das Imperium würde seine Schulden vergessen. Die Kinder des Imperators werden sie daran erinnern. Wenn die Republik fällt, werde ich dafür sorgen, dass die korallianische Regierung für ihre Hilfe angemessen entlohnt wird. Aber wir haben noch nie von einem Erstgeborenen gehört. Woher sollen wir wissen, ob ihr wirklich so mächtig seid, wie ihr behauptet? Wir sind uns schon einmal begegnet, Sekretär. Auf Coruscant. Zweifelt ihr immer noch daran, dass ich alles tun kann, was ich will? Ich kann nicht glauben, was ich da sehe. Was haben wir getan? Kontaktiert Sio. Schnell! Ah, ihr seid da. Eure Truppen landen gerade. Die Wächterhorte halten gut Stand. Die Schlacht könnte sich noch zu unseren Gunsten wenden. Zu unseren Gunsten? Ihr meint wohl zugunsten des Imperators. Er ist es doch, dem ihr wirklich dient, oder nicht, Erstgeborener? Wir sollten ihm die Chance geben, das alles zu erklären. Sio, bitte. Sagt, dass das nicht wahr ist. Ich fürchte, das kann er nicht. Sio kann jetzt nur noch schweigen und zusehen. Das Schicksal hat mich vor eine Herausforderung gestellt. Ich hatte auf mehr Zeit gehofft.
Aber jedes Wesen muss sich entweder anpassen oder sterben. Lasst Siobhar Khan sofort frei. Er ist für euch nicht mehr erreichbar, Jedi. Er befindet sich dort, wo auch ich zuvor verweilen musste. Ihr wart so freundlich, mir die Wächterhorte anzuvertrauen. Ich habe sie wiederum meinen Brüdern und Schwestern anvertraut. Lebt wohl, Jarek, Satil und danke. Wir haben keine Verbindung mehr zu den Wächterhorten. Unsere Truppen, ihre Anführer. Wenn er die Wächterhorte besetzt, kann er auch Coronel City einnehmen. Das ist der Zweck der Horte. Corellia ist verloren. Wenn wir uns der Verzweiflung hingeben, können wir nur versagen. Wenn wir kämpfen, siegen wir vielleicht. Ihr habt recht. Wir müssen handeln. Wir müssen sicherstellen, dass die Wächterhorte nicht in der Hand unseres Feindes liegen. Wenn sie gefallen sind, sind eure Truppen unsere beste Hoffnung, um sie zurückzuerobern. Wir werden euch nicht im Stich lassen, Meisterin Satil. Wächterhort 6, eine Läuferfabrik liegt am nächsten. Nachdem ihr die imperialen Streitkräfte beseitigt habt, solltet ihr ihn erreichen können. Ich werde unseren Verbündeten sagen, dass sie uns dort treffen sollen, Jedi. Wächterhort 6 muss gerettet werden. Wenn Sio, wenn der Erstgeborene bereits zugeschlagen hat, seid ihr unsere letzte Hoffnung. Jedi, wir waren auf dem Weg zu Wächterhort 6, der Läuferfabrik, als wir einen Notruf empfangen haben. Es sieht schlecht aus. Wächterhort 6 wurde vom Feind eingenommen, offenbar von innen. Und andere Wächterhorte sind auch gefallen. Wenn jemand um Hilfe ruft, muss es Überlebende geben. Offenbar konnten ein paar Soldaten aus dem Kampf entkommen. Sie haben ein kleines Lager errichtet. Wir könnten euch dort treffen und eine Strategie ausarbeiten. Informiert die Soldaten, dass sie mit Verstärkung rechnen können. Ich bin nicht ganz sicher, ob sie darüber erfreut wären. Wir haben versucht, mit dem Befehlshabenden in Kontakt zu treten, aber er macht es schwierig. Könntet ihr euch beeilen? Ich habe euch ausreichend gewarnt. Tretet zurück. Ich werde nicht zulassen, dass noch mehr ihr Leben verlieren. Ich habe es euch doch schon gesagt, wir... Oh, Jedi, könnt ihr vielleicht mit ihm reden? Wir sind gekommen, um die Läuferfabrik und die anderen Wächterhorte zurückzuerobern. Dann gehören diese Leute also zu euch. Nach dem, was heute passiert ist, konnte ich es nicht recht glauben. Für uns war heute auch kein guter Tag. Ich bin Jari Ores. Wir sind alles, was von den Verteidigern übrig geblieben ist. Es ist, wie Aelan sagt. Wir können... niemals. Der Rat vertraute Wächterhort 6 mir und meinem Freund Aelan Kaldar an. Sah aus, als sei es nur ein weiterer gemeinsamer Kampf. Und so fing es auch an. Fahrt erst fort, wenn ihr bereit seid. Ich danke euch, Meister. Aelan und ich haben die Wachposten kontrolliert. Wir haben uns einfach nur unterhalten, als er mich plötzlich angriff. Nicht mit dem Blaster, mit der Macht. Wie ein Sith. Als ich widerstehen konnte, war er dabei, unsere Soldaten zu töten. Ich habe versucht, ihn aufzuhalten. Jetzt gehört Wächterhort 6 dem Imperium. Wie konnte Aelan nur so etwas tun? Selbst während unseres Duells habe ich keine Dunkelheit gespürt. Nichts. Es ist nicht eure Schuld. Aelan war ein Schläfer des Imperiums und wurde von den Sith eingeschleust. Ich dachte nicht, dass die Lage noch schlimmer werden könnte. Die Imperialen besetzen die Hauptfabrik. Sie produzieren dort Kampfläufer, bauen sich Verstärkung. Wir müssen die Produktion aufhalten. Aber Wächterhort 6 ist eine Festung. Es gibt keinen Weg hinein. Ihr seid entkommen. Mit vielen Verletzten. Wie? Während des Kampfs ist ein Mauerknotenpunkt explodiert und das Sicherheitsnetz wurde überlastet. Aber er wurde bestimmt schon repariert. Wenn die Mauer selbst bei der Explosion beschädigt wurde, kommen wir dort rein. Ja, eure Leute könnten die Mauer durchbrechen und die Kampfläufer ablenken. Dann könntet ihr euch hineinschleichen und die Produktion stoppen. Aber eure Soldaten werden schwere Verluste erleiden. Je schneller ich die Kampfläuferproduktion aufhalte, desto sicherer werden sie sein. Ich denke, balmoranische Droiden wissen, wie mit Kampfläufern zu verfahren ist. Allerdings, sie werden die Mauer für euch durchbrechen und die Kampfläufer in Stücke reißen. Hier sind die Codes, um die Produktion abzuschalten. Und Jedi, Aelan ist noch irgendwo da drin. Bitte, wenn ihr ihn findet, versucht ihm zu helfen. Möge die Macht mit euch beiden sein. Thank you.
Jedi, hört ihr mich? Unsere Droiden haben es in Wächterhort 6 geschafft. Wie viele Droiden haben wir verloren, Tai? Jedi, der Kampf ist noch nicht vorbei. Die Droiden melden, dass ihnen eine der imperialen Kampfläufer-Crews gefolgt ist und feindliche Einheiten in der Fabrik aktiviert hat. Unsere Droiden haben hart zu kämpfen. Könnt ihr nicht etwas tun? Teilt den Droiden mit, dass verbündete Einheiten unterwegs sind. Gut, gut. Ich kann nicht rechtzeitig Verstärkung schicken. Kommt einfach so schnell ihr könnt. Ich wusste, dass ihr es sein würdet. Hat Jari euch angebettelt, dass ihr mich retten sollt? Die Jedi sind wie Ratten. Man tritt eine tot und schon kommt die nächste angekrochen. Meine Leute haben eure Kampfläufer zerlegt. Das ist ein unbedeutender Rückschlag. Ich werde immer noch hier sein, wenn der Erstgeborene zurückkehrt. Ich weiß, was ihr mit Blaesus, mit Jelland und mit Sophia Farasch gemacht habt. Ich werde Wächterhort 6 nicht an ein Ungeheuer wie euch verlieren. Ihr wart es, der sich gegen seinen Freund gewandt und seine eigenen Leute ermordet hat. Es ging ums Überleben. Wer mich nicht bedrohte, durfte gehen. Diese Gnade habt ihr den anderen Kindern nicht gewährt. Es hat eine Weile gedauert, bis ich den Hauptstadtcode gefunden habe. Aber es hat sich gelohnt. Das ist für meine Brüder und Schwestern. Ich spüre, dass Elan Kalder gefallen ist. Ihr und euer Kuriositätenkabinett habt also tatsächlich Biss. Aber die Republik zerfällt noch immer. Ihr greift nach Sand, Jedi. Und er rinnt durch eure Finger. Ich weiß, dass ihr mich hört, Meister. Der Imperator kann euch nur einsperren, nicht vernichten. Faszinierend. Denkt an die Worte, die ihr jeden Tag spracht. Sagt sie mit mir. Es gibt keine Gefühle, nur Frieden. Es gibt keine Unwissenheit. Nur Wissen. Genug. Ihr werdet zusehen, Sio, wie eure Schülerin leidet. Elan? Nein, das kann nicht sein. Nicht so. Ich habe nichts gespürt. Ein einziger Tag kann ich dein ganzes Leben voll guter Taten hinwegraffen. Er muss eins mit der Macht geworden sein. Ob dunkel oder hell, alles ist ein Teil der Macht. Danke, Meister. Das ist gütig. Ich glaube, ihr habt das Blatt gewendet. Viele von Tycordens Droiden haben den Kampf überstanden. Wenn ich die Verwundeten hierher bringe und die Mauer repariere, glaube ich, dass wir Wächterhort 6 selbst halten können. Die Republik braucht ihre Truppen im Axialpark. Hört sich an, als würde die Republik eine gewaltige Offensive planen. Noch eine unserer Festungen, Wächterhort 4, befindet sich im Axialpark. Es gab Berichte, dass auch sie vom Feind besetzt wurde. Die Republik plant einen Vorstoß. Sie hoffen, die Imperialen durch schiere Überzahl überwinden zu können, um Wächterhort 4 zurückzugewinnen. Dieser Wächterhort hier ist gesichert, also auf in den Axialpark. Im Axialpark befindet sich ein republikanischer Unterschlupf, wo ihr eure Versammlungen abhalten könntet. Ich gebe euren Verbündeten Bescheid. Lebt wohl, Meister. Ich werde versuchen, diesen Ort gut zu beschützen. Ihr habt es geschafft! Hatte die Republik irgendwelche Informationen über Wächterhort 4? Schlechte Nachrichten. Wächterhort 4 ist noch schlimmer als der davor. Macht euch auf etwas gefasst.
Wächterhort 4 war einst ein Herrenhaus der Bakwalen-Familie. Jetzt strotzt es nur so vor Verteidigungen, Geschütze, Kraftfelder. Aber nachdem jemand Internes Wächterhort 4 verraten hat, beschützt das nun alles den Feind. Wenn der Verräter ein weiteres Kind des Imperators ist, kann er uns vielleicht etwas über den Erstgeborenen sagen, wenn wir ihn gefangen nehmen. Die Republik hat uns Informationen über die Verteidigungen von Wächterhort 4 besorgt. Sie sind gewaltig. Erstens hat der Hort ein Warnsystem. Sensoren im ganzen Park melden sich nähernde Feinde. Dann beschützt ein Kraftfeld den Innenhof. Und anschließend folgt die Haupttür aus Durastahl, verriegelt durch ein komplettes Sicherheitssystem. Wir müssen also die Sensoren erledigen, das Kraftfeld ausschalten und die Haupttür entriegeln. Dieses Kraftfeld ist ein Problem. Ich weiß nicht, wie wir daran vorbeikommen sollen. Zerstört die Sensoren, Jedi. Die Imperialen werden das Kraftfeld ausschalten, um nachzuschauen. Ein Überraschungsangriff könnte unsere Armeen dann am Kraftfeld vorbeibringen. Also brauchen wir ein Einsatzteam, das die Imperialen aus dem Hinterhalt angreift, nachdem das Kraftfeld unten ist. Team Rot. Team Rot muss stark sein. Die Imperialen werden hart kämpfen. Ich würde gern eure Meinung hören. Schickt die Kommandosoldaten. Bleibt nur noch die Haupttür. Wenn das Kraftfeld ausgeschaltet ist, können wir die Energiegeneratoren erreichen. Wir schalten sie aus und die Tür öffnet sich. Wir sollten ein weiteres Team damit beauftragen, die Generatoren auszuschalten. Team Blau. Eine sehr kleine Gruppe würde ausreichen. Eure Droiden können die Sicherheitsvorkehrungen ausschalten. Wir können ein paar erübrigen. Die Teams werden euch brauchen. Team Blau braucht Rückendeckung. Team Rot braucht Unterstützung im Kampf. Wir haben einen Plan. Sobald ihr die Sensoren zerstört habt, geht zu Wächterhort 4, um eurem Team zu helfen. Seid ihr bereit? Das bin ich. Und möge die Macht mit uns sein. Signeste Hedruli, das Brülefehe dann dankwa. Ihr habt keine Befugnis, hier einzudringen, Jedi. Wächterhort 4 untersteht jetzt dem Imperator. Ich suche ein Kind des Imperators. Die ehrwürdige Tochter ist für euch unerreichbar. Dafür werden wir sorgen. Wir sind die imperiale Garde, die Auserwählten des Imperators. Wir leben und sterben, wie er es befiehlt. Sein Erstgeborener wird unseren Sieg sichern. Ich sehe eure Schwächen, Jedi, und wie ihr zu zerschmettern seid. Ein wahrer Jedi versteht es, sich zu biegen, so dass er niemals bricht. Leere Worte sind kein Schutz gegen uns. Ihr werdet die ehrwürdige Tochter nie erreichen. Einer nach dem anderen werden eure republikanischen Verbündeten sich abwenden. Es ist vorbei, Jedi. Mein Bruder sagte mir bereits, dass ihr hartnäckig seid. Dennoch habe ich beinahe gehofft, dass wir uns begegnen würden. Verzeiht meine Direktheit gegenüber einer Tochter des Imperators. Aber ihr solltet euch nicht in Gefahr bringen. Aber General, das ist eine Gelegenheit, mit dem Barsentor persönlich zu sprechen. Ihr wurdet tatsächlich vom Erstgeborenen selbst unterrichtet. Mein Mentor war Meister Sio Bakarn, ein Jedi-Meister und Vertreter des Guten. Und euer Erstgeborener hatte nichts damit zu tun. Man muss neue Loyalitäten akzeptieren, so wie sie sich ergeben. Seht mich an. Ich war ein unbedeutender Corporal der Republik, bis die Stimme des Imperators mich rief. Ich wurde wiedergeboren. Wächterhort 4 kam mir im Gegenzug wie ein mickriges Geschenk vor. Wenn ihr wirklich lernen wollt, steht euch der Weg eines Jedi offen.
Ihr verlangt, dass ich meine neue Familie verrate? Oh, ich weiß, was meinem Bruder gefallen würde. Euch gedemütigt zu sehen. Ich könnte noch so viel von euch lernen. Besonders, wenn ich euch am Leben lasse. Sprechen wir über die Bedingungen, meine Herren. Position gesichert. Vertrauenswürdige Wachen ausgewählt. Sicherheitsnetz wird repariert. Die imperiale Garde kehrt bald zurück. Noch einen Ansturm überlebt ihr nicht. Wir müssen diese Position nur halten, bis wir den Erstgeborenen gefunden haben. Wir werden uns der Vernunft beugen, Jedi. Was tut ihr? Merion, sie hat gerade imperiale Wachen und ein Kind des Imperators vernichtet. Denkt nach. Wir kennen den Aufenthaltsort des Erstgeborenen nicht. Aber es gibt einen Regierungsbunker unter dem Kapitolplatz, von dem aus wir unsere Befehle erhalten haben. Die Republik nennt ihn Wächterhort 1. Dafür werden die Sith euch umbringen, dran! Nachdem die korrelianische Regierung ihr Volk verraten hat, werden sie sich um die Folgen eines republikanischen Sieges sorgen. Da zwei Wächterhorte bereits eingenommen wurden, werden sich Corellias Offizielle in Wächterhort 1 verstecken. Der Erstgeborene ist wahrscheinlich bei ihnen. Eure Hilfe wird nicht ohne Anerkennung bleiben, General. Wir müssen sicher sein. Ein Kommandosoldat wird sich umsehen. Noch eine Leiche auf eurem Gewissen. Wirklich tragisch. Sowohl Dareshas Tod, als auch euer Versagen. Ein wahrer Jedi-Meister hätte sie zur hellen Seite zurückgeführt. Der Erstgeborene spricht nicht für euch, Meister. Euer Verstand gehört euch. Gebraucht ihn. Ihr macht den Jedi alle Ehre. Ihr müsst kämpfen. Und ich werde... Still! Es warten noch Dutzende meiner Brüder und Schwestern. Selbst der Pfeil des besten Jägers trifft nur ein Ziel. Ihr geht eurem Tod entgegen. Ihr dringt zu ihm durch, Jedi. Egal, was für ein Unsinn der Erstgeborene erzählt. Überlasst diese Generäle der Republik. Wir müssen uns um Wächterhort 1 kümmern. Auf dem Kapitolplatz sind republikanische und imperiale Soldaten. Alle kämpfen. Kein Wächterhort 1. Ein republikanischer Kontrollpunkt ist in der Nähe. Sie könnten helfen. Ich schicke die Position an alle. Habt ihr hier das Sagen, Sergeant? Ich muss einen Bunker finden, der Wächterhort 1 genannt wird. Dort verstecken sich möglicherweise korrelianische Beamte. Was? Jawohl. Corporal, ich meine Sergeant Rossica. Republikanische Operation. Ihr sagtet Wächterhort? Wenn es in der Nähe einen Fluchtweg gibt, hätte man uns das mitteilen sollen. Der Bunker sollte als republikanische Festung dienen, aber er wurde vom Feind eingenommen. Habt ihr mehr Informationen über Wächterhort 1? Wir sind keine Kampfeinheit, aber wir haben Ressourcen. Imperiale Offiziere haben Übertragungen aus diesem Bunker empfangen. Also ist der Wächterhort nicht vollständig abgeschottet? Sie stehen in Kontakt mit der Oberfläche. Jedes Signal von drinnen muss verschlüsselt sein und sie haben die beste verfügbare Ausrüstung. Aber unsere Matrix könnte es rekonstruieren. Eine Kommunikationsmatrix auf Militärniveau sollte das Signal schnell zurückverfolgen können. Normalerweise ja. Wir würden einfach eine Verbindung zu den Kommunikationspunkten um den Kapitolplatz herstellen. Diese Punkte überwachen und verstärken Kommsignale. Aber die Imperialen haben sie gestern alle eingenommen und niemand kann sich ihnen nähern. Ich kann eine ganze Reservetruppe zur Verfügung stellen. Nichts für ungut. Aber die werdet ihr auch brauchen. Es heißt, dass die imperiale Garde dort Wache hält und Sith noch dazu. Das Imperium weiß, dass diese Kommunikationspunkte wertvoll sind. Das wird ein Blutbad. Ich werde die meisten Kommunikationspunkte meiner Armee überlassen und den Rest selbst übernehmen. Einige der Kompunkte sind oben auf den Dächern. Für einen allein ist es zeitlich unmöglich, sich dort hinaufzukämpfen, selbst für euch. Wir haben genug Eshkar für die Dächer. Ihr übernehmt den Rest.
Wenn ihr die Kommunikationspunkte zurückerobert habt, schaltet sie einfach auf diesen Kanal um. Ein paar Sekunden reichen aus. Wir kümmern uns um den Rest, obwohl ich fürchte, der schwierige Teil liegt bei euch. Bitte seid vorsichtig. Hier ist Sergeant Rossica. Wir triangulieren jetzt Wächter Hort 1. Einen Moment bitte. Komm schon. Ja. Der Eingang müsste sich innerhalb einiger Meter von dieser Position befinden. Und ich empfehle, so schnell wie möglich einzudringen. Unsere Berichte aus diesem Bereich sagen Ärger voraus. Wenn es sich lohnt, ist es niemals einfach. Sieht so aus, als ob die Imperialen versuchen, sich in Wächter Hort 1 zu verbarrikadieren. Es tut mir leid, mehr kann ich nicht tun. Ihr und eure Männer wart bereits sehr hilfreich, Sergeant. Wir wissen das alle zu schätzen. Viel Glück. Sergeant Rossica, Ende. Ihr habt versprochen, dieser Ort wäre uneinnehmbar, Nadien. Das ist nur ein vorübergehender Rückschlag, Sir. Sie ist ein Jedi. Man kann mit ihr reden. Ich habe heute Freunde und Verbündete verloren. Stellt meine Geduld nicht auf die Probe. Wenn ihr uns beschuldigen wollt, wir hätten Corellia an das Imperium verkauft. Spart euch die Mühe. Jedi, bitte versteht uns. Wir sind uns alle einig, dass diese Konsequenzen bedauerlich sind. Aber einige von uns wollten nur Zeit gewinnen. Das Angebot des Imperiums gab uns die Chance, Corellia und sein Volk zu retten. Und eben dieses Volk hätte beinahe alles ruiniert, indem es sich gewehrt hat. Für das Imperium seid ihr ein Risiko. Ich bin eure letzte Hoffnung. Für das Imperium sind wir ein Risiko. Sie ist unsere letzte Hoffnung. Unsere letzte Hoffnung. Das Imperium wird Verstärkung schicken. Unsere letzte Hoffnung könnte bereits verloren sein. Aha, Verstärkung. Ha! Oh, tut mir leid. Ihr seid nicht der, der ihr zu sein scheint, oder? Schimmert es etwa durch diese schwächliche Hülle? Nein, ihr seid einer von ihnen. Durch die Worte des Imperators wird alles klar gehen. Der Erstgeborene wird siegreich sein. Und ihr werdet sterben. Tasmen jetzt gefolgbar, gegaljestente. Ratsmitglied Sayak war eins der Kinder. Was, wenn ich auch zu ihnen gehöre? Was, wenn ich kurz davor bin, eine Sith-Marionette zu werden? Sobald ich den Erstgeborenen davon abhalte, seine Brüder und Schwestern zu schützen, werden alle Kinder offenbart. Ihr seid unsere einzige Hoffnung. Nehmt das hier und haltet den Erstgeborenen auf. Dann wird alles gut. Dort ist eine Luke, die in die Höhlen unter Coronet City führt. Unser letzter Zufluchtsort. Der Erstgeborene ging dorthin. Wir haben nicht genügend Leute für einen weiteren Angriff. Wir können Wächter Hort 1 halten, mehr nicht. Jede Art von Verstärkung wird uns überrennen. Haltet ihn jetzt auf. Folgt eurer Intuition. Ich verstehe. Unsere Männer werden euch so viel Zeit verschaffen wie möglich. Aber wir müssen uns eventuell zurückziehen. Wenn ihr erfolgreich seid, treffen wir uns beim Schiff. Wir sind bereit, wenn ihr es seid, Jedi. Was auch immer geschieht, es war ein Privileg, euch alle zu kennen. Usher Naskas, Yarnorga. Вот, 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 вот.